So Leute, es geht weiter mit Mario Bros. 3 in Welt 4 in der Riesenwelt. Ich weiß, nee, den Level hatte ich letztes Mal noch nicht angefangen, glaube ich zumindest. Scheint so. Das war schlecht. Ich würde doch gerne respawn die. Ja. Okay, ich würde nämlich gerne alles in Blocklot. Ja, so ist es schön. So ist das schön. So, okay. Mal sehen, was dieser Level so bringt. Boomerang-Builds. Drehen die sich nur einmal um? Ja, gut. Okay, die sind nicht schlimm. Okay. Ups. Kranke. Wow. So, das war das, was ich möchte. So, okay. Ich habe mir keine Uhr gestellt. So, und alles ist in Ordnung. Und was ist hier drin? Tanuki! Yeah. Tanuki Mario. Sag mal, 12.000 Münzen hier, was soll denn das? Ach ja, Tanuki ist cool. Tanuki ist richtig cool. Ja, 5 Leben. Schön. Ach ja, ich freue mich so, wenn ich ein Spiel mit meinem neuen PC aufnehmen kann, der total episch ist. So, als erstes mache ich dieses Bonusspiel. Ja. Ja, das gibt's doch gar nicht. So, Hammerbruder. So läuft das. Tanuki ist übel gut. So, Level 6 natürlich auch noch. Ach, war das nicht der mit den Türen, dass ich irgendwie in die... Genau. Ich will in der Riesenwelt bleiben. Na, ich bin ein Idiot. Ich bin der größte Trottel. Egal. Ich komme auch mit dem... Ich will den Stern. Ach, die werden sich nicht mal. Ich gehe doch in die kleine Welt. Doch in die kleine Welt. Hier sieht's schon irgendwie dumm aus. Scheißviecher, ihr seid langweilig, ihr seid nichts Besonderes. Eine Blume! Blume. So. Das Pilzhaus. Klar. Ja, it's Pika-Box. Tanuki. Tanuki ist schön. Und jetzt geht's auf in die Burg. Welche Burg war denn das? Ich habe keine Ahnung. Die kann ich mich auch nicht wirklich erinnern. Also nicht wirklich gut. Okay, was? Wie soll ich denn... Kann ich so... Ich kann so hoch springen in diesem... Oh, ich kann hierbei... Mir kommt das immer so ein bisschen seltsam vor. Aha, eine versteckte Tür. Diesen scheiß Brettern. Ich hasse diese Bretter. Da guckt man die. Oh Gott, ich hasse diese Bretter. Diese Bretter sind scheiße. Ich wusste gar nicht, dass dieses Schloss eine geheime Tür hat. Nein! Scheiße. Nein!
Doch, richtig, 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 richtig. Jetzt aber nicht in die hier drüber, sondern in die gehen. Warum ist da so ein Level hier? Das ist doch die Burg. Also, so ein bisschen habe ich die ja wohl in Erinnerung und da ist die anders. So, links, jetzt gehst du nach oben, richtig, richtig. Jetzt dann nach rechts. Und ich brauche dich noch weiter. Oh, warte, wenn ich hier aber anfangen kann zu rennen, dann komme ich hier hoch. Ich komme da hoch. Ohne das blöde Brett, ich komme da hoch. Seht ihr? Und hier ist schon die Röhre. Unnötig. Oh, doch nicht. Ein Leben, schön. Und ein Leben, schön. Und ein Leben, schön. Da oben komme ich leider nicht dran, weil ich kein Tanuki oder irgendwas habe, was nicht Feuerbälle werfen beinhaltet. Ach, guck mal, wer hier schon ist. Mit Feuerblumen ist er so weh wie leicht. Das war wohl die Burg, jetzt erscheint hier die Brücke und ich kann zum Luftschiff Nummer 4. Ich habe ja noch Zeit, habe ich ja auch noch. Oh, it's terrible, der König ist jetzt Donkey Kong. Oder ein Affe, komm, sagen wir einfach ein Affe im Unterhemd, egal. Ja, super cool, an die Leiter springen und gehen dabei, ist auch wirklich wahnsinnig toll im Let's Play. Ach, die Feuerstrahler. Ja, Mario, die Feuermaschine. Ja, das ist langsam und wo soll ich hier bitte sterben? Also ich meine, das ist dumm und unnötig. Ja, das ist jetzt irgendwie... Was soll ich hier jetzt sagen? Ich meine, das ist schick langweilig. Nee, ich möchte... Oh, hallo Rocky. Noch ein Rocky? Ja, oh. Noch ein Rocky. Noch ein Rocky. Ich muss alle Rockys töten. Okay. Okay, okay. Boah, das geht so langsam vorwärts. Das ist so blöde, finde ich. Ich bin blöde. Das geht so langsam vorwärts. Lass ich hier die Röhre kommen oder mir ein Item geben vorher. Gib mir ein Item vorher. Dann bin ich. Was zur Hölle ist mit der Hitbox? Nein, das dauert so zwach, Mann. Ich nehme einfach mal. Na gut, einen Pilz kann ich ja wohl nehmen. Langweilig. Ich werde es vorspulen im Video. Sure is boring around here. Ja. Es ist wirklich langweilig hier rumzurennen mit diesem Scheiß.
kann ich aber auch nicht viel sagen. Ich könnte etwas... Nein, ich könnte wohl... etwas über meinen neuen PC erzählen, aber das interessiert kein Schwein. Zum Beispiel, dass ich einen AMD 6 Kernprozessor mit 3,3 GHz fern habe. Oder dass ich eine GeForce GTX 570 Grafikkarte habe. Oder 8 GB Arbeitsspeicher. Ach man, das ist so ein blöder Level. Ja, man hört voll meinen Controller klackern. Ach, hier ist sogar... Ihr wollt mich doch verarschen, hier ist die Röhre, Mann. Ach, ist das jetzt die oder... Und ich hab's geschafft, gut. Ich werde das wahrscheinlich vorgespult haben, also gut. Es geht... Oh, meine Fresse, warum bin ich so müde? Es geht weiter in Welt 5. Welt 5 ist die erste schwierige Welt. Und der König wurde wieder zurückverwandelt. Ja, ach du Kacke, was ist das denn für eine grenzige Wüste packen soll? Ja... Ja, das hätte man tun sollen, so. Oh, ein. Ich habe keinen Bock mehr, das durchzulesen. Welt 5 ist riesig. Anfangen kann ich in dieser Folge ja schon. Klar, warum nicht? Ach nein, jetzt kommen schon diese miesen Säcke. Und, ja klar, Chomps. Ist logisch. Noch mehr. Chomps sind echt scheiße. Und die auch noch. Wie viele neue Gegner werden hier eingeführt oder waren die hier schon? Ich spiele im Privaten viel zu viel anderes Zeugs und weiß nicht, ob die auch schon dran waren. Ich habe keine Ahnung. Stern! Gib mir den Sternspiel. Aus. Och, Spiel, fick dich. Ah, wieder nur ein Leben nach der dritten Karte, aber ich habe 33, also das ist nicht schlimm, das ist wirklich nicht schlimm. Okay, das war schon der erste Level, das war ziemlich kurz. Ich weiß gerade nicht, was auf mich zukommt. Jetzt weiß ich's wieder. Ich hasse diesen Level. Ich hasse diesen Level. Der war irgendwie richtig blöde. Genau, wegen den Viechern. Okay, das klappt also. Ich habe eigentlich nach links gedrückt hinterher. Eigentlich. Aber hier gibt es ja den Trick, den tollen. Wenn man besser spielt als ich. Dann gibt es ja hier den Trick. Toll. Das war zwar sehr riskant, aber ich musste es einfach machen. Ich musste es einfach machen. So. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob da links was ist, aber... Oh, ich hasse diese Viecher. Wie heißen die Viecher? Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ach verdammt, ich sollte nicht rutschen. Nicht rutschen, hab ich mir gemerkt jetzt. Ich würde gerne da oben einfach mal da oben lang. Auch unnötig ist wirklich dieser Anfang hier, dass man in die Röhre reinspringen muss. Wo hier gar nichts ist. Ach, warum springst du so bescheuert, Mario? Hier irgendwie in die anderen Röhren rein.
Nein, das ist die mittlere. Ich muss es nur ausprobieren. Nach diesem Level wird die Folge zu Ende sein. Oh, nicht schlecht. Scheißvieh. Och, das ist ein Schmeißer. Ich kann hierbei nicht nach oben schießen, stimmt. Ich vergaß. Verpisst euch gleich. Ist da weg. Kann ich nicht mal irgendwo bitte Dingsbums rauskommen, Pilz? Oder Level zu Ende? Level zu Ende. So, das Pilzhaus mache ich noch eben und dann beende ich hier die Folge. Ja, das mache ich. Oh, und das Memory-Spiel. Och, jetzt habe ich aber schon wieder vergessen, wo die ganzen Sachen waren. Eine Blume. Okay. 10 Münzen, waren die nicht hier sogar? Oh, da waren die 10 Münzen. Okay. Und das Pilzhaus. Pika-Box. Oh, dann, ich krieg aber auch nur so gute Items und ich brauche sie alle gar nicht. Und das höchstens so wenig. Ach, ich gehe noch hier in die Röhre und dann. Ja, ich würde sagen, nächstes Mal mache ich noch diesen Level und die beiden Blödis platt und dann die Burg. Also nächstes Mal erst alles. Okay, also bis dahin. Tschüss.